Schön. Und da ist das 1:0 Tatsache. Jan Mosimann. Tatsächlich gehen die Rapperswiler hier mit 1:0 in Führung. Es ist nicht gestohlen, aber doch unerwartet, dieses 1:0. Siebter Saisontreffer im 40. Spiel für Jan Mosimann. Und das 2:0! Casey Wellman aus dem Nichts. Bulli Tors. Eiskalte Dusche für Fribourg-Gottéron. 14. Saisontreffer. Wellman mit dem nächsten Abschluss. Dann Kasut mit viel Zeit und dem Übersicht. Dann ist es wirklich Knelsen mit dem 3:0. Aber was ist das für eine Trainerentscheidung? Was ist das für Coaching von Jeff Tomlinson? Man führt 2:0, könnte diesen Vorsprung in die Drittelspause mitnehmen, schickt dann 5 Stürmer aufs Feld, um Powerplay zu spielen und wird so belohnt. Was für eine Übersicht. Jetzt etwas Platz, Slater. Slater mit dem 1:3. James Slater eröffnet das Tor für Fribourg-Gottéron im dritten Drittel nach 5 Minuten 40. Also, Melvin Niefeler kriegt den ersten Gegentreffer gegen Fribourg-Gottéron. 40 Sekunden noch, Hollös auf Slater. Der probiert es noch einmal ähnlich wie beim 1:3. Und dann dürfte das 4:1 geben. Wellman trifft dann doch noch ins leere Tor und macht den Deckel drauf. Das 4:1 für die Rapperswil-Iona Lakers. Casey Wellman mit dem zweiten Treffer heute Abend. Mit dem 15. Saisontreffer. Und die Zuschauer verlassen bereits die BZF-Arena.